Und du sollst eigentlich 64 von denen anfordern. Gleich fertig, keine Ahnung. Ja, ist okay. So. Na, das wird nicht abgegeben. Keiner gesehen. Das geht hier tatsächlich Also, aktuell One nicht Oops ist echt. schöner. Bitte? One Oops ist echt ein hilfreiches Tool. Ja. Fertig. Ich habe auch gleich noch eine Riesenplattform. Irgendwie dieses Scheiße ist nicht unbedingt gut, finde ich. Ist aushaltbar. Hä? Filtermode, Blacklist? So, das sind beides die gleichen. Warum holt er sich hier das Chrome Dust nicht? Wenn Items missing. Ach, jetzt hat er es mal gemacht. Okay. Und wenn ich den jetzt hier hinstelle, funktioniert es denn immer noch? Wunderbar, jetzt funktioniert's. Ach. Kein Fisch mehr. Hier fehlen noch ein paar Turbinen. Das läuft, dann läuft das auch gleich am besten. Ja. Ach, ist das angenehm. Es läuft theoretisch. Wir haben Stainless Steel jetzt. Was denn Stil? Ja. Habe ich fertig gemacht jetzt. Übel. Also, zwar ist es ein bisschen geschummelt noch, weil ich noch Project Red zwischengesetzt habe. Aber ich sag mal, für gewisse Mengen, also dass man halt immer nur so und so viel Mengen da reinpacken soll, ist das echt nett. Auch wenn ich jetzt so im Nachhinein bedenke, das läuft so langsam, man hätte auch einfach das Stainless Steel ins Autocrafting reinpacken können. Also, das ist halt wirklich das. Ich weiß nicht, wie lange braucht ein Stainless Steel? 94 Sekunden. Ja. Also. Ich bin gerade am Überlegen, oder wie ich pack das doch noch ins Autocrafting rein, einfach. Weil das sind drei Rezepte im Macerator und fertig. Beziehungsweise Iron Dust kriegen wir ja sogar in großen Mengen die ganze Zeit raus. Als Nebenprodukt. Ja, komm. Nein, nicht Stainless Steel, Chrom, Eisendust, Monster Party. Eisen, das und das, dann mache ich nochmal Rezepte fertig. Lass mich in Ruhe, du Scheißgesetz. Auch wenn der Macerator dann noch öfters benutzt wird. Ich bin gerade am Überlegen, einfach noch einen aufzustellen, der einfach nur diese drei Rezepte die ganze Zeit macht. Ich habe übrigens nochmal so eine Riesenfläche gebaut. Okay. Also die hinter dir sozusagen gerade. Aber jetzt hört auch mal dahinter. Ach, hast da auch direkt erweitert? Ja, Ja. wunderbar. Direkt. Einmal Chunklone. Habe ich gerade gemacht. Also, ja, unten kannst du theoretisch auch direkt machen. Noch. Wichtig ist Ja. halt nur, dass du sowohl oben als auch unten das machst. Ja, knall ich die da auch noch schnell mit hin. So. Gray, Ach Concrete und du Black. Schande, sind die langsam. Wird halt noch mal ein bisschen laggen. Ist sogar okay. Deswegen mach's am besten erst Bisschen unten. asymmetrisch. Ja, zu spät. Ich habe unten noch nicht mal gemacht.
Na gut. So. Und das Ding. Auto-Output wieder. Dann das Ding. Das Ding. Das Ding, falls wir es mal irgendwann brauchen sollten. Einmal alle drei Rezepte rein. Dann Stainless Steel. Oh nein, wir haben. Ah, shit. Ich muss einmal Chrom klauen gehen. Aber ich glaube, das ist schöner, wenn wir jetzt wirklich Project Red dann komplett rausschmeißen können. Ist zwar ein bisschen doof, finde ich, weil Project Red an sich ist echt eine coole Mod. Aber das ist halt so dermaßen laggy einfach nur, dass es sich kein Stück lohnt. Oder was meinst du dazu? Ja, ich finde das sowieso nicht so. Ja, schon, du magst ihn generell nicht so. Ach du Schande, ey. Wir brauchen definitiv noch mehr Maschinen, die uns Platten machen. Bending-Dinger? Ne. Würde ich ja auch mal auf Advanced machen, die tatsächlich relativ schnell sind. Ja. Ah, hier sind Bending, ja. Ja, wobei es geht. Also da könnte man sich höchstens vielleicht mal überlegen, die Sachen, die man halt wirklich in sehr, sehr großen Mengen braucht. Weil wir brauchen jetzt halt nur so viel, weil wir einfach jetzt mal viel anfordern. Ja, deswegen. Also normalerweise stehen die Maschinen eigentlich ja nur leer. Ah, die, nee, lass mal so lieber. So, Exportbus. Kannst du mal schnell schlafen gehen? Karten. Sonst hab ich hier gleich eine Party. Ja, Moment. Wir brauchen, müssen auch mal die Crafting-Cards, die ganzen Karten und sowas mal ins Auto-Crafting reinschmeißen. Ja. Ja, gut. Also meinetwegen können wir auch so machen. Ja, oder oh Gott. Also, ich behaupte einfach mal, wir sind jetzt nicht mehr an einem Status, wo das wirklich gefährlich ist. So, Smart Cable. Ja. Dann kann hier im Endeffekt 90% des gesamten Zeugs weg. Interessant. Wäre übrigens ganz nett, wenn du gleich nochmal ein paar Fassaden platzieren würdest. Ja. Weil wir haben hier halt noch so ein... wir haben halt noch ein paar Fassaden hier, die wir... Oder ein paar offene Stellen, nenne ich es jetzt einfach mal. Die ich gern noch verschlossen haben würde. Ach du Scheiße, wie viel waren hier? Mein ganzes Inventar ist voll mit irgendwelchen Crap. So. Wir haben hier Platz. Ach, ist das angenehm. Also ME macht ja schon teilweise ein bisschen, ich will nicht sagen den Spielspaß kaputt, aber die Herausforderung, irgendwas zu automatisieren, nimmt es halt einfach weg. Aber es braucht so verdammt wenig Platz. Ja. So. Ja, dann haben wir die Dinger theoretisch jetzt fertig. So, jetzt halt wirklich die Frage, wollen wir noch einen weiteren Boiler aufstellen für Alu oder sagen wir, nee, ist halt so jetzt. Boiler? Blast Furnace, Entschuldigung. Für zu lassen, also sagen wir jetzt. Also auf gut Glück, dass wir, wie heißt's, genug haben, also bekommen. Vielleicht sollten wir uns das einfach mal aufschreiben, wie viel wir tatsächlich bekommen, in etwa in 24 Stunden. Ja.
Und dass wir das dann einfach mal hochrechnen. Weil wir brauchen halt schon einiges. Gut, wobei, wenn jetzt Klausurphase anfängt, werden wir nicht mehr ganz so viel streamen. Da werde ich auch definitiv einen Stream in der Woche noch absagen. Also einfach, weil ich halt lieber dann so ein bisschen was zocke. 2, 5, 5, 5. Ja, passt. Dann werden die anderen Dinger wahrscheinlich auch passen. Weil da muss ja nur... Das ist schon alles profimäßig ausgemessen. Ja. Ich habe extra eine Firma angerufen. Ah, okay. Ich bin halt am überlegen, ob wir nicht hier komplett zumachen. Was meinst du? Wo hier? Dass wir hier... Ja, bei den Boilern. Dass wir hier die Wege wegmachen, weil dann könnten wir hier noch zwei Blastfurnisse hinstellen. Dann hätten wir halt viel mehr Platz für Blastfurnisse. Okay. Weil dann würde ich jetzt nämlich... Ja. Was meinst du, was ist denn voller Prozessoren erstmal oder sowas wie Silikon umstellen? Silikon umstellen geht jetzt auch schnell, deswegen würde ich das erstmal machen. Okay. Beziehungsweise, ich werde jetzt erstmal die Zentrifuge tatsächlich umbauen. Also mit, hier, Oil Sand. Stimmt. Ja, eine können wir eigentlich lassen, oder? Oder willst du zwei? Die reicht ja vollkommen aus. Ich lasse eine. Also, ich werde das tatsächlich auch erstmal, ja, eigentlich die Dieselproduktion müssten wir irgendwann auch nochmal angehen. Warum? Ja, dass wir da die ganzen Kabel mal wegnehmen und das einfach übers ME-System steuern. Ja. Also, das sind halt so viele Kabel, die immer nur glitschen. Je weniger Kabel wir von Greg Block haben, Greg Tech, desto besser. Desto fröhlicher bin ich. Ja. Weil, dann würde ich jetzt nämlich einfach die Verarbeitung Forgehammer, Centrifuge. Okay, das kriege ich hin. Weg. Nee. So. Oh, ist das angenehm, wenn man die Sachen einfach mal da hat und nicht darum betteln muss. Das stimmt. Zack, zack. Und ja, da nehme ich einfach einen Hopper. Nee, Deutschbus. Fertig. Ja. Ja, gut, sowas wie Storage-Busse sollten wir vielleicht mal gleich noch einstellen. Dass wir die ganzen Busse auch mal rankriegen. Ja. So, Extract Only und minus 10.000. So. Och, wenn man, also... Ich weiß, ich schwärme jetzt die ganze Zeit, aber wenn man mal einmal das alles fertig hat, das geht so schnell alles. Ach, ich bin echt so froh, dass wir jetzt mal an einem Status sind, wo wir recht schnell eigentlich den ganzen Kram fertig machen können. So. Wir haben gesagt, 12 normale Turbinen und die MV zählen wir als 2. Dann 2, 4, 6, 8, 9. Ah, dann müsste man ja hier die Vega theoretisch auf. Den kann man nicht wegnehmen. Ach, dann sind halt da keine Vega. Weil das ich ja kurz sagen. Von dir kommt. Ja, sonst kannst du die auch wieder hinmachen, dann bauen wir in der Mitte noch. Die bleiben da jetzt stehen. Nee. Wir haben. Also kannst theoretisch wieder hinbauen. Nee, ich baue die ja jetzt nicht wieder hin. Warum nicht? Hast du unten schon weggenommen? Auch? Aufwand, ja. Bleib jetzt weg. Stell dich nicht so an. Komm hier hinten auch weg. Nee, da kann doch. Dum, dum, dum. Na. Hier kommen Bäume so, hin. Bäume? Ja. Was willst du denn jetzt mit Bäumen? Aber es ist 8, da kannst du keinen Baum drauf pflanzen. 8 breit. Weil das hast du keine Mitte. Ja. In einem Fall. Gut so. Zusammenbruch. So, da sollte eigentlich. Ja, wunderbar.
Dann noch drei Turbinen. Jetzt hier? Achso, ist der Turbine. Ja, zack, zack, zack. Und. Warum kriegen die keinen Dampf? Vielleicht nicht verbunden. Ja, ich sag jetzt nicht, dass hier ein Karten. Nee, ist so unsichtbar. Polyethylen und dann Stainless Steel nehmen, na klar. Ja. Yeah. Nur du. Vielleicht habe ich jetzt gerade alle abgerissen, das war vielleicht nicht so gut. Ja, gut, hier die andere, die haben wir sogar noch ohne angeschlossen, also es sollte hier locker noch gehen. Ja. So. Ach du Schande, ey, wie schnell die einfach leer sind. Wofür brauchen wir eigentlich Polyethylen jetzt? Für die Pipes, damit wir die Pipes einfacher machen können. So, voll, ne, noch nicht voll. Wird das mal sein? Hä? Ach du Schande. Kurz noch 11. Warum klappt das jetzt nicht? Da sind 16 drin. Das wird nicht mehr. Oh nein, die Pipes, glaube ich, schon wieder verbuggt. Oh oh. Ja, die war verbuggt. Gut. Das heißt, wir produzieren hier jetzt auch Oil Sand. Also von eben noch. Boah, und wir löschen. Warte mal, kommt da nicht. Ah ne, Flüssigkeit kommt nicht raus. Wunderbar. Hä? Storage Post, niedrigste Prio. Warum hat er das? Warum gibt er den Kram raus? Tom? Hm? Ja? Kannst du mir mal bitte sagen, warum er den Kram da rausnimmt? Bei der Oil Sand Produktion. Aus der Zentrifuge nimmt er den Kram raus. Ich wüsste gerne mal warum. Weil wir noch einen Drawer unten stehen haben. Mit Oil Sand Dings drin. Drawer ist ja abgerissen. Der steht doch noch da. Ja. Der hat wahrscheinlich hier eine hohe Prio, wa? Ja, 10.000. Ach, das heißt, der nimmt das denn tatsächlich auch raus noch? Ja. Wenn ach, da steht du Schande. Drin. Ich dachte, das macht er nur, wenn er importiert. Ja. So. Ach, ist das angenehm, wenn man einfach Sachen wegreißen kann. Oh. Ich weiß nicht. Um Gottes Willen. So. Au. Da ist noch ein Dampftod mehr. Ich habe heute schon 2-6 Fische gefuttert. ach, die Turbinen können jetzt ja auch weg. Ja. Wunderbar. So. Ja, das nächste wäre dann jetzt tatsächlich Silicon. Eigentlich kann ich die Maschinen von hier einfach mitnehmen, oder? Ja, ja. Das sind einfach nur zwei Elektrolyser, die hintereinander stehen, oder? Ja. Ja, also du kannst, einer reicht. Weil ja. Ja, schafft das nicht. Ja. Ja. Willst du den Rest hier schon mal alles dann wegreißen? Genau. Ja. Ja, ich hätte auch gar nicht mehr gemacht, weil wir kriegen die ganze Zeit auch Silicon noch bei Almandine, wie gesagt. Ja, deswegen. Also wir haben mehr als genug Silicon eigentlich. Man könnte vielleicht auch mal ausprobieren, das wegzulassen. Die ganze Anlage. Ah, das. Weil wir kriegen in 96 Sekunden 3 Silicon Dust. Ja gut, das ist auch schon zu viel. Ja, das ist schon zu viel. Nee, 47 für 1 Silicon. Und das heißt, man bräuchte 2 pro. Ja, und Almandine ist auf 16.000 voll, dann komm, dann lassen wir die Anlage weg. Ja.